Ah, okay. Gut. Es war kurz vor Schluss. Gut. Oh nein, oh nein. Ich muss jetzt noch mal. Oh nein. Nein, ich muss den noch mal. Ja, das ist in Ordnung. Aber danach kommt ja noch mal. Oh nein. Na gut. Machen wir es noch mal. Ah, das ist jetzt so ärgerlich. Tut mir voll leid. Mann. Das ist jetzt voll langweilig. Gott, oh Gott, oh Gott. So. Gut, mit denen mache ich dieses Mal nichts. Hoffentlich backen die dann nicht rum. So. Also, ohne viel Trara schicken wir die nach da. Oh, das hat sich gereimt und was sich reimt, ist gut. Du gehst mal jetzt hier hin, ihr geht dahin. Quickie, quickie, schnelli, schnelli. So. So, so ist es gut. Ihr beide hier, ihr beide da, dahinter. Dann die habe ich schon. Die gehen hierhin. Zusammen mit den zwei. Le General geht hierhin. Ja, hier hat er ja. Ja, hier geht er nicht hin. Gut. So. Ihr geht mal ganz weit weg. So. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Surprise! Ja, die da. Gut. Hä? Ich denke die ganze Zeit, da ist so ein Viech. Weil es ja manchmal so kribbelt. Aber da ist nichts. Da ist nichts. So, dann springen wir mal ein bisschen vor. Die sind gelandet, das ist gut. Jetzt ist die Überlegung oder die Frage, ja, der macht das gleiche nochmal. Die Kavallerie hole ich jetzt mal doch schon her. Die habe ich ja jetzt schon zu weit eigentlich weggeschickt. Der feindliche General ist. Ja, der feindliche General, wo? Der irgendwie. Hä? Wohin geht ihr? Komische Leute. So. Ich bin noch mal kurz die Kavallerie und charge hier einmal rein. Das sollte in Ordnung.
Ja. Ach komm, benutzt die Kraft, dann geht's schneller, ja. Mache ich jetzt auch. Also ich charge halt nur in den Rücken, so dass auch keine Kavallerie, kein Pferdchen stirbt. Ihr wisst schon, dass ihr eigentlich hier schon schießen könnt, ne? So. Es ändert ja nichts mehr. Ja. An sich stimmt's. Ich hab's ja schon ohne gewonnen. Okay, aber trotzdem. Ich schaffe es trotzdem, ohne Pferde zu verlieren. Aber ich werde die jetzt mehr benutzen. Aber was ich mich gerade frage ist, warum zieht jetzt die komplette Armee nach da? Ein bisschen blöd. Ich habe mich doch schon hier so schön aufgebaut. Jetzt kommt auch gefälligst hierher. Na, wollen die nicht. Die Jugendlichen wollen auch nicht. Die Jugend von heute. So. Ah, der sieht ganz gut aus. Komm, der General ist ganz ungeschützt hier. Ihr könnt ruhig hier durch den Stacheldrahtzaun. Ich wollte gerade eigentlich hier wegreiten, aber kann ich jetzt nicht mehr. Das kann ich jetzt nicht mehr. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Das tut jetzt ein bisschen weh. Ja, das sollte ich eigentlich nicht tun. Dann spreade ich mich viel zu krass auf. Das ist blöd, dass hier der Kampf ausgebrochen ist. Nee, das überzeugt mich nicht. Nee. Okay. Kavallerie. Die sind jetzt Frischfleisch. Freiwild. Die machen ja super viel Schaden. Was ist denn da los? Junge. Ja, lauft nur weg. Ich wollte, dass er noch ein bisschen weiter weg geht. So, hier ist ein bisschen los, da ist gar nichts los, okay. Der hat halt, Recht zum Einsatz.
Wenn er jetzt anfängt zu schießen, werden wahrscheinlich wirklich ein oder zwei sterben. Ach nee, gut. Sie überleben. Wir haben überlebt, das ist gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Welche denn? Die da? Wo denn? Da? Hm. Gut. So, schießen die nochmal. Aber gut, in die andere Richtung. Das ist gut. Oh. Hallo Kavallerie. So. Habt ihr fein gemacht? Keiner ist verloren gegangen. Das ist gut. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Unser General wird angegriffen. Ich frage mich gerade, was die hier machen. Das ist ja schlimmer als vorhin. Okay, ich charge einmal kurz in den Rücken rein. Und wieder raus. Wir werden jetzt wahrscheinlich ein oder zwei sterben. Oder auch nicht. Krass. Krass. Dann werden wir es nochmal machen. Sehr gut. Sehr schön. Wieder keiner gestorben. Das ist doch gut. Gerade den besten Witz gelesen. Welches Spiel würdet ihr gerade komplett in die Tonne kloppen, dass es für immer weg ist? Dafür, dass es... Was dafür, dass Corona vorbei ist? Und warum Fortnite? So, hier passiert einfach nichts. Komm. So. Gut, jetzt. Ach, komm, General. General, du kommst jetzt mal hier runter, weil hier ist die ganze Action. Ich werde mal hier einen lassen. Und der kommt nach unten. Warte. Ich glaube, ich sollte nicht so rumgehen. Warte mal. Ich gehe mal zurück. Da werden wir zwar ein paar verlieren.
Gut. So, also das. Das ist jetzt schon mal besser. Gut, ich platz mal hier den Tausch. Tausch mal den Platz. So. Nee, Fortnite hält viele Kiddies von coolen Spielen fern. Ja. Also, was ich ja daran schade finde, ist, dass es so krass erfolgreich ist. Also, PUBG war ja der erste, also nicht der, natürlich nicht der erste in diesem Genre, aber der erste, der so gehypt wurde. Und dann kam Fortnite. Und das, die haben das schon richtig cool umgesetzt, sage ich mal, das, also was Neues reingesetzt. Aber das Problem dabei ist, dass jetzt eigentlich nur noch solche Spiele rauskommen. Und die Leute, die lieber Singleplayer-Spiele haben, wie wir, die haben halt Probleme. Oder die müssen halt warten, so ungefähr. Und, ja. Da fände ich es halt sehr, sehr schade, dass, also nicht schade, sondern ich finde es sehr cool, dass jetzt so Iron Harvester, glaube ich, oder Iron, also das neue Spiel, das wie also im Ersten Weltkrieg spielt, so mit den Cyborgs und so und Titanen. Das finde ich ja richtig cool, weil die haben eine richtig gute Singleplayer-Kampagne reingesteckt. Und ich hoffe, dass das Spiel sich auch super gut verkaufen lässt, weil dadurch sehen die halt, dass ja, Singleplayer-Game und gute Kampagnen super wichtig sind. Also ein Spiel, das eine gute Kampagne hat, wird, finde ich, viel zu wenig produziert in letzter Zeit. Also in den letzten 5 oder 10 Jahren sogar. Also nicht so lang, aber naja, wird mal wieder Zeit, dass da mehr gepusht wird. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. So. Da habe ich eigentlich. Da will ich eigentlich nicht reingehen. Obwohl der schon viel Schaden macht. Meine Kavallerie ist vor Ort, aber der hat hier ein paar Einheiten. So, warte mal. Ich versuche mal hier durchzubrechen. Und dann, genau, und dann hier die wegzupushen. Was ist Backseat Gaming? Backseat Gaming ist zum Beispiel Spiele spoilern oder jemand sagen, er soll das oder. Ja, genau. Sarah hat es ja schon erklärt, genau. Also vor allen Dingen bei solchen Spielen, die ja, die man zum ersten Mal spielt und die eine gute Geschichte haben, gute Kampagne haben. Und da ist so Backseat Gaming alles andere als geil. Also Backseat Gaming ist eigentlich nie geil. Juli, den auch fertig. Okay. Ich habe ein Pferd verloren. Ja, GG, goodbye. Wir sind durch. So. Also ich gehe jetzt mal außen rum. Ah gut, nee. Nur die Reiter sind gestorben. Die Pferde sind nicht gestorben. Yes! Die Pferde galoppieren hier noch rum. Das ist gut. So, nochmal Glück gehabt hier. Ja. Ah, so. Cortana!
können wir eigentlich auch dann vorspulen. So, jetzt spulen wir mal vor. Die führe ich mir jetzt mal da raus. Genau, so. Hallo, hier kommen die Pikeniere. Tschüssi. Ja. Hä, wieso? Warte, hatte ich vorhin schon 19 oder sind jetzt wirklich noch welche gestorben? Aber wenn ja, wie? Was haben die denn für Sparen gemacht? Naja, du bist selbstständig. Ja, ich bin selbstständig. Genau. Ich habe letztes Jahr, neulich auf das Datum geschaut. Also, beziehungsweise nicht auf das Datum, sondern hier neben mir hängt mein Meisterbrief. Also von Holzbildhauer. Und das ist jetzt, also ja, das ist jetzt über ein Jahr her. Also das habe ich am 26. Juli habe ich den geschafft. Also den Brief habe ich natürlich ein paar Monate später bekommen. Die Feier ist ja immer einige Zeit danach. Aber ja. Ich bin jetzt quasi über ein Jahr selbstständig. Das ist schon krass, wie schnell die Zeit vergeht. Jojo. So. Dann machen wir mal das.